Also wir fuhren in das Bundeskanzleramt ein, dieser Wagen, auf den ich noch war, fuhr noch rein. Ich sprang von der Bordwand runter und linker Hand war das Wachzimmer und die beiden Wachkommandanten waren gerade dabei, das Protokoll zu unterschreiben. Ich öffne die Tür, hob die Pistole und sage: Hände hoch im Namen deiner Regierung, Sie sind verhaftet. Darauf schaut der Vizeleutnant Babka auf und sagt: Ja, der Andre, ich habe gewusst, die Nazis werden einmal einen Putsch machen. Und so war es auch. Planetta ist mit einer Gruppe von uns raufgestürmt im Ministerrat und ist durch Zufall an Dollfuß gekommen. Und er hatte offensichtlich die Pistole nicht gesichert. Und bei der Berührung löste sich nicht nur ein Schuss, sondern zwei Schüsse. Und er traf ihn im Unterarm, in der Armkehle. Ja. Dieser Schuss war nicht tödlich, sondern ein zweiter Schuss mit einer Walterpistole 765, die wir gar nicht hatten, ja, wurde dieser tödliche Schuss in der Nähe des Genicks abgeschossen. Und dieser Schuss erwies sich dann als tödlich. Nicht der Schuss vom Planeta war tödlich, sondern der zweite Schuss aus einer Waffe, die wir gar nicht hatten. Es ging das Gerücht um, der Staatssekretär des Innern, Faye, hätte diesen Schuss abgegeben. Was ich aber für völlig absurd halte. Der Schütze, der diesen Schuss abgegeben hat, hat sich nie mir gegenüber geoffenbart. Also war aber einer von uns. Der neben der ja die Steirer 12 gut kannte, sich eine Walter, ja, 765 beschafft hat und diesen Schuss abgegeben hat. Es war einer unserer Kameraden.